Hallo und willkommen zurück zu Joe and Mac 2. Ja, ich bin wieder hier mit meinem Steinzeit-Buddy John McLeod. Ja, hallo, da sind wir wieder im Dorf und es hat, wie ihr seht, wunderbar geklappt mit der Passworteingabe. Wir haben sogar wieder alle drei Leben. Ich guck mal eben kurz, hat er sich sogar das vielleicht... Nee, das hat er sich nicht gemerkt. Okay. Gut, wir hatten das Passwort ja davor abgefragt gehabt, bevor wir das alles gemacht haben. Ja, die Teppiche fand ich jetzt auch nicht so geil, muss ich zugeben. Ja gut, ich denke mal, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Kommt halt mehr dazu, ne? Es fängt halt langsam an und irgendwann so kommt dann auch die Ladies. Wir können ja mal einfach eine Blume mal so testweise holen. Ja, stimmt. Okay, oh, dann wohl. Es ist so glücklich. Oh, da will ich auch mal. Vielleicht klappt es ja in dem Teil. Okay, wahrscheinlich zwei Nieten und ein Volltreffer oder so, keine Ahnung. Und? Ah. Oh. Sind die wählerisch? Na komm, einmal können wir noch. Wir haben ja sowieso das Passwort von daher. Was passiert, wenn man mal richtig liegt, ne? Mann, ey, die mögen alle keine Blumen. Ja, jetzt sind wir arm, ja. Jetzt haben wir uns voll verzockt. Egal. Ja. So, also wir wissen ja aus dem letzten Part, wir haben zwei Level zur Auswahl. Gibt es noch mehr? Hier unten ist auch noch was. Okay, schauen wir uns mal an, ne? Ach, jetzt ah, so eine Gegend. Sieht aber cool aus vom Design. Schauen wir mal. Ich liebe sowas, wenn man freie Wahl hat. Okay, der Sumpf ist schon mal nicht tödlich. Das ist gut. Dann gehe ich auch mal rein. Au. Moskitos, ey. Fliegende Gegner und spielen. Allgemein nervig. Ja, auf jeden Fall. Mini-Rino. Ach, wie süß. Oh, try riding him. Oh, kann man frei? Oh, wie geil ist das denn? Oh, du bist jetzt voll OP hier. Wahrscheinlich kannst du die Gegner auch noch mit Man kann auch absteigen. Okay, er geht ruhig vor. Fühle ich mich doch gleich ein bisschen sicherer, wenn du auf so einem Ding bist. Oh, die Stachelkeule würde ich mir dann nehmen. So, oh geil. Jetzt kann man hier voll aus der Ferne agieren. Geld! Oh, der hält aber auch nicht hier aus, der Rino. Da hätte man jetzt ein bisschen mehr erwartet, ne? Also von so einem Rino. Oh. Da oben ist bestimmt noch was, irgendwie was Verstecktes. Da war nämlich so ein ständiges Grauspringen. Da müssen wir aber beide ein bisschen timen zusammen. Okay. Erstmal die. Oh, du bist tot. Okay. Oh shit, ich bin runtergefallen. Ah, ist blöd, dass die Kamera dann gleich mitzieht, ne? Oder wir machen es ganz einfach und nehmen. Oh, jetzt haben sie mich aber auch ganz schön zerdeppert hier. Okay, das wäre nur eine Abkürzung gewesen. Da, also der angenehmere Weg wahrscheinlich und sind die ganzen Gegner. Och, ja, muss da immer schnell abspringen, sonst beißt das Ding halt, wie man sieht. Okay, jetzt müssen wir runter. Checkpoint. Auf den Checkpoint. Die Gegner sind hier auf jeden Fall besser und stärker geworden in dem Teil. Ja, aber man merkt den Unterschied schon gewaltig im Gegensatz zum ersten Level. Boah, jetzt sterben wir aber. Muss man aber echt aufpassen hier, krass. Kann man die überhaupt töten? Oh, die sind unzerstörbar. Okay, dann muss man timen. Felix. Folge dem Geist. Ist das böse? Ah, ich meine diese Suizidviecher da, was soll das? Das ist fies. Das ist fies mit dem Baum, da sieht man gar nicht, was man rennen muss. Naja. Da ist ein Gegner, ach komm schon. Oh, da vorne liegt Fleisch. Ja, okay, ich weiß. Ja, erstmal. Ah, ich brauch Fleisch. Okay. Guck mal oben, ob da noch ein bisschen. Da oben ist der Schlüssel, den wir brauchen. Oh, nice. Nein. Au, das war zu früh. Ja, super. Seh nix. Sehr, sehr gut. Ich hab hier einen AV-Lens gemacht hier, aber. It locked. Okay. Oh, nur weil ich den Schlüssel hab, kann ich noch benutzen. Ja, das macht Sinn. Jetzt brauche ich aber irgendwie Fleisch. Auf jeden Fall.
Tunnel des Horrors. Oh oh. Wunderschön. Oh oh. Okay. Ach ja, man kann wieder Wasser schlürfen. Ach, jetzt kommt wieder die Nein! Mich hat's zerlegt. Oh nein, hab ich noch. Oh. Ich muss ja aber auch gleich nachkommen, ne? Wir haben alle Continues wieder. Es ist tatsächlich ist so ein faires Spiel. Das, ist so gut. Das heißt, wenn wir jedes Level, nachdem wir die Level geschafft haben, müssen wir eigentlich statt ein Passwort holen. Stimmt, das wird sich dann updaten, hoffe ich mal. Hundertprozentig sogar. Ah, ist das schön. Ein faires Show. Das war ja die Passwortdame, ne? Ja, genau. Ein faires Show und Mac, dass es das gibt. Aber ich würde, jetzt haben wir ja drei Levels gesehen. Ich denke, dass das hier das Ehre wäre, was wir jetzt angehen sollten, oder? Ja, das haben wir zumindest schon mal weiter geschafft. Ja, das liegt am schaffbarsten. Ach, ist das schön, dass das so fair ist. Also, das macht mich ja so glücklich, ehrlich gesagt. Ja, keine Safe States mehr. Yay. Also, wir haben jetzt halt nur ein Safe State bei der Passwortgabe-Dings gesetzt, einfach der Bequemlichkeit. Ja, damit wir es nicht immer eintippen müssen. Das ist ja dann trotzdem kein Vorteil für uns, weil wir ja eigentlich nur da landen, wo wir auch mit dem Passwort landen. Genau. Das habe ich auch ganz gerne bei den anderen Spielen auf der Super Nintendo Mini gemacht, dass ich dann eigentlich nach dem Passwort kurz Safe State gedrückt habe, weil das spart man sich dann aufschreiben. Auf jeden Fall. Oder wenn man halt den Part oder die Session beenden muss, dass man da halt auch ein bisschen flexibler dann halt enden. Eben. Das, oben ist noch einmal Papa für dich. Ja. Euch. Nein! Au! 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 Out! Nein! Oh, ich seh nix! Shit, ich seh auch nichts! Das ist Chaos! Scheiße! Ich hab nichts gesehen, weil ich ganz so durchsichtig bin! Ich würde jetzt auch mal hochkommen. Okay, ich schweb dir nach. Nein, ich wollte nicht! Oh shit, jetzt hab ich ein Problem. Okay, gut. Das war knapp. Du mal auf. Ich hab noch Kerne. Aber du hast ja unendliche Kerne, von daher. Nein! Da ist er wieder weg. Oh. Der hält so wenig aus. Ja, ein Treffer halt, ne? Das. Eine kurze Spezialwaffe. Die sind echt gemein mit ihrem Blocken die ganze Zeit. Du sollst vor. Warte mal hier kurz, gleich. Ja, gut, ja. Okay. Wow, das haben wir das war gutes Teamplay. Ja. Bin ich gar nicht gewohnt. Ups. Okay, das war wieder perfekt beide daneben. Das ist schon eher das, was wir können. Ja. Es bleibt authentisch, keine Sorge. Das Team fehlen, das können wir besser. Moment. Ja gut, da war ja auch noch was drin. In jedem Busch ist ja Leckerli. Das ist schon mal gut. So. Oh, Fleisch. Da ist doch erstmal ein bisschen Obst für dich im Baum. Was? Wo? Hier. Ja, schon wieder weg. Das ist in dem Moment aufgeploppt, wo du da reingelaufen bist. Liegt ja aber nur ein paar Sekunden. Das verfault schnell. Sehr schnell. Ey, wir sind besser. Okay. Gucken, wie lange er hält. Hier sind auf jeden Fall viele Käfer. Au. Oh. Der kann darin laufen. Ah, oh, da ist er schon wieder down. Shit. Der hätte darin laufen können. Aber der Käfer hat dich gekillt. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Nein! Ich bin irgendwo noch da oben, ich warte auf dich. Shit. Kannst du hochfliegen? Ja. Ja, ich kam da nicht mehr raus. Hitlock von den Stacheln. Problem ist, in der Zeit, wo du unsichtbar bist, kommst du auch nicht wirklich weiter. Naja, klar. Dann komm ich wieder rüber. Okay. Ah. Das hat geklappt. Da hinten war Obst. Essen. Jetzt ist es wieder weg. Shit. Okay, aber.
Wieso bin ich jetzt voll geheilt? Weil du tot warst. Ach so, kann ich mitbekommen. Da war nur ein Apfel drin, aber den hast du nicht mehr bekommen. Du hast vorher die Keule abgekriegt von dem Gegner. Okay. Oh, das war knapp. Ja. Aber das ist halt auch nicht diese Sprungpassagen, wie wir das jetzt regelrecht meistern, im Gegensatz zu früher im ersten Teil. Ja, der Vorteil einer guten Steuerung. Ja. Wenn es nur noch auf unseren Skill ankommt, das ist dann noch ein Unterschied. Ja, da sind die Fails geringer. Nein! Ups. Oh nein, jetzt das. Da waren zwei mit der Keule. Okay, ich hoffe, da kommt gleich eine Art Checkpoint oder so. Mal schauen. Waren wir schon mal so weit? Ich weiß gar nicht. Ja, waren wir. Okay. Danach kamen doch auch Checkpoints, soweit ich weiß. Mhm. Ach, sind wir da nicht kurz vorm Checkpoint gestorben oder so? Stimmt. Mhm. Oh, die sind so mies, dass sie alles blocken. Ja. Stirbt schon, okay. Ach, das ist unser Freund zum in den Boden ran. Ach, da wäre das Essen gekommen. Ah. Aber wir haben kein nulltes Leben mehr dabei. Ja, stimmt. Also genau genommen haben wir auch wirklich dann nur die drei Leben. Ja, dann nimmst du es jetzt genauer. Hm. Ja, na gut. Aber das kann ja nur besser werden. Hm. Aber trotz allem ist es viel, viel fairer. Genau. Da muss man sich halt ein bisschen reinspielen, dann wird man das schon schaffen. Jupp. Irgendwann kennen wir die Levels so gut, dann werden die Fails auch irgendwann geringer. Von daher, ich bin da zuversichtlich. Aber die sind heftig. Mich würde mal interessieren, wie man das machen kann, dass er ja diesen Superangriff macht jedes Mal. Ja, das. Ich weiß gar nicht. Button Smashing kam mir halt so vor, dass er es dann macht, aber nicht immer. Hm. Ach, shit, so, ich bin so gerade okay. So ein bisschen am gucken, aber irgendwie geht das nicht mit dem Provozieren. Mhm. Geh du mal vor, dir geht's besser. Da oben ist Obst für dich. Ja. Okay. Okay, komm mal Obst. Jetzt haben wir da beide drei. Schön. Oh, Fleisch. Ja. Oh, wie schnell das verschwindet. Ich kann ja gar nicht so schnell reagieren. Oh nee, nicht schon wieder. Genau, und so stellen. Ach so, da war eine Spinne auf dem Blatt. Ah. Okay. Also an genau so stellen müssen wir arbeiten, dass wir da nicht immer so extrem abfällen. Kann man so schnell sterben. Ja, wir vor allem, die müssen auf die Blätter achten, die da runterkamen. Das war ja richtig mies. Ich habe die Spinne gar nicht gesehen. Ah, ich auch nicht. Und man stirbt nicht mehr, wenn man aus dem Bildschirm raus ist. Hat dir auch aufgefallen? Ja, zum Glück, ja. Du kriegst du angezeigt, wo du bist. Mhm, das ist gut. Und wir sammeln Geld für eine neue Hütte. Genau. Das Geld behalten wir ja wenigstens. Stimmt, ja, das sollte man eigentlich abfarmen. Also, wenn wir mal ein bisschen noch mehr gekauft haben, dass wir das dann mit dem Passwort vielleicht absichern. Oh, der Schuh ist gegluckt. Sehr schön. Die Braunen sind aber echt am nervigsten von denen. Ja. Essen. Wie der sich da einfach durchglitscht, um sich da Fleisch zu krallen. Ja. Da kenne ich nix. Ah, shit. Nein, wo kommt dieser Gegner her? Oh, die Animationen sind so schön. Absolut, ja. Aber okay, wie lang die Levels sind, das ist echt heftig. Mhm. Was für ein Unterschied einfach. Das waren beim Vorgänger 4 Level oder so. Mhm. Also rein von den von dem Stein her müssen dann auch noch einige sein. Ja. Gleich gucken, ob ich Schleich oder irgendwas habe. Ja, hier, das ist ja. Beide wieder drei. Wunderbar. Nimm du. Bevor es weg ist. Das hält ja immer so lang. Oh, das war knapp. Da ist wieder was drin. In den Gebüschen. Wunderbar. Ach.
Problem, ich sehe natürlich auch nichts, wenn du runterfällst. Ja, das ist blöd, dass er sich bei dem Runterfallenden dann... Ja gut, was will er sonst machen eigentlich? Ja. Okay, diesmal werde ich nicht auf die blöden Stacheln gehen und versuchen... Oh. Ja, ganz ehrlich, so ein fetter... Der macht das ja nichts aus mit den Stacheln, dann ist das gemeine, ja. Ja. Das aber Problem, von sehen du nicht mehr springen. Bei dem Moskito-Stich haut er halt gleich ab, ne? Das ist so, Ja. So, seh nix. Sorry, jetzt bleib oben, ja. Nein! Au, 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 au. Mist. Ach, jetzt habe ich mein Ding auch verloren, okay. Ach nee, komm schon. Ha! Hab ich hochgetrickst. Das ist gut. Schnell Geld einsammeln. Na gut. Was soll ich mit dem Ding? Oh. Shit, 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 kann ich irgendwo... Shit. Scheiße. Oh. Ah, das müssen wir jetzt mal schaffen hier. Oh, ah, Mist, das ist ja gebraucht. Autsch. Ach, fuck. Shit. Okay, ich flieg dann mal... Oh. Shit, ich dachte ja... Ach, ich denke immer, ich hab noch ein Leben, wenn da eins steht, aber nee. Shit, jetzt sind wir schon wieder tot. Ja, das, ne. Wir haben noch ein Weilchen davon. Aber vielleicht sollten wir mal das Geld investieren. Ja, das ist wieder ein neues Passwort. Da können wir direkt mal aufschreiben. Das ist nämlich wieder neue Geld. Das neue Geld, ja. Da können wir farmen. Also, egal, auch wenn wir drauf gehen, wir farmen Geld. Wir können unsere Hütten ausbauen. Wir können die Mädels beglücken. Es ist nichts umsonst. Naja, wenn dir irgendjemand mal die Blumen mögen würde. Ja, wenn. Lass sollten wir uns erst auf die Hütte konzentrieren. Also, da haben wir auf jeden Fall Fortschritt. Ja, ich meine, das ist ein Anfang. Also, wenn wir die Levels nicht schaffen, dann wenigstens die Hütte ist hübsch. Ja, irgendeinen Vorteil müssen wir ja rausholen. Ah ja, stimmt, Hüttenteile. Guck mal hier. Wir hätten ansonsten, wir haben Teil für eine Hütte oder zweimal Mädel. Ja, ich würde halt gerne mal sehen, was passiert bei Mädel, ne? Das würde mich halt auch interessieren, aber wenn wir halt immer miese machen, dann ist rausgeworfenes Geld im Grunde. Ja. Das wäre einmal das Teppich. Nicht so einfach mit den Damen. Aber gut, ja, bleiben wir halt bei dem, ne? Wir müssen ja irgendwann mal da. Irgendwann müssen wir das ja mal hinkriegen. Ja. Also einfach ist der Teil definitiv nicht, keine Frage. Aber nee. Fairer. Ja, die Motivation bleibt auf jeden Fall. Muni! Wir müssen vor allem halt bei diesen Dornen gucken, dass wir da nicht immer gleich ein Leben verlieren. Ja, bei denen, die immer blocken, müssen wir auch vorsichtig sein. Die sind echt stark. Ja. Okay. Oh, da war wie ein Zehner. Jawohl. Mist, den er so gebraucht. Das hält sich einfach nicht lange hier in den Tropen. Mm. Okay, noch geht's das gut. Muni. Okay, jetzt mal wieder mit Skill. Ja. Okay, gut. Das war mal mit Skill. Nimm du ihn? Ja. Okay. Nicht gleich wieder verlieren. Hast du Glück gehabt, dass ich gerade zugeschlagen habe? Ja. Mach hier voll auf Feinkämpfer Dino. Okay. Wir sind jetzt immer echt gut dabei. Geld! Aua! Wirklich so auf die Glocke. Shit. Warte, warte, warte. Genau. Oh, sehr schön. Das war gut. Ohne was zu verlieren haben wir es durchgeschafft, den Abschnitt. Schon mal gut. Ja, läuft doch schon besser. Mhm. Einmal wieder Obst.
Ja, es ist auf jeden Fall wieder so ein typisches Spiel, wo man wirklich auswendig lernen muss. Ja, auf jeden Fall. Na gut, bei Vorgänger war es egal, ob man auswendig gelernt hatte oder nicht, es war unfair. Ja, sowieso. Gerade gegen Ende, es war ja furchtbar. Total übertrieben, der Boss. Oh Gott, ey. Also, der wird mir noch lange nachsetzen. Vor allen Dingen bei Singleplayer, die Bosse haben sich so anders verhalten die ganze Zeit, das ist so mies. Aber was auch mies ist im Singleplayer, du kriegst keine Bonus-Stages, das heißt, du hast keine Zusatzleben. Ja. Und hast trotzdem nur 3 Continues. Okay, das ist deiner jetzt. Aber wie gut wir gerade sind, ey, ich hoffe, das bleibt so erstmal. Ey, räum auf. Spring erstmal an die Seile. Shit, da ist es wieder passiert. Aber alles gut, du hast dein Dino noch. Los nochmal. Muss ein bisschen runter, sonst prall ich immer so blöd ab. Und dann hält er sich nicht fest. Das war auch mein Problem die ganze Zeit eben. Ach, Mano. Na gut, dann halt hier rum. Ja, 3 Herzen. Genau, du holst hier den Bonus. Seh nix. Gar nicht voran. Ach, und wieder ausgerutscht. Egal. Vor. Ah, scheiße. Das wäre jetzt zu schön gewesen ohne Verlust. Egal. Ja, das Problem ist, dass ich nichts sehe. Ja. Jetzt geht das wieder los. Das ist ein geiler Sturzflug. Aber diesmal lebt der Dino wenigstens schön lang. Das ist schon ein Vorteil. Nein. Oh, ey, wie fies. Okay, jetzt sind wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Er hat mich nicht getroffen. Aua. Hätte ich mal nichts gesagt. Du musst vor. Oh. Ich bin etwas lädiert. Geringfügig. Aber deutlich besser wie die letzten Male. Jetzt sind wir nämlich schon im dritten Abschnitt. Ja, und gucken wir mal, dass wir den erstmal vielleicht beschaffen. Dann sieht das doch schon wieder viel besser aus. Mein Lieblingsgegner. Okay, Fleisch für dich. Fleisch. Okay, hey, jetzt haben wir aber echt eine Chance mal. Jetzt kommt der miese Adler. Miese Petri, meine ich. Aber wenn man sich duckt, dann ist der Dingens relativ niedrig. Ah, okay. Okay, gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Da wusste ich nämlich noch nicht. Ja, weil Schaden macht er ja zum Glück nicht. Ah, okay. Da war ich zu früh aufgestanden. Schon. Oh nein. Jetzt hat er mich fast gerettet durch den Dings, okay. Ja, danke. Okay, also sobald der Knall kommt, würde erst der Wegschubseffekt kommen. Jetzt haben wir den Checkpoint, super. Wir sind weiter. Oh, vielleicht kommt ja jetzt der Boss. Na, geht noch ein bisschen weiter. Aber auch fair, dass sie ja so schnell schon Checkpoints haben. Boss-Time. Nice. Aber die Bosse halten viel weniger aus als früher, bis jetzt. Bis jetzt schon. Ja, lass sie nicht. 3 Balken nur noch. Aber wie geil die Bosse hier auch designt sind im Vergleich, ne? Aber viel individueller. Beim ersten hat man ja, obwohl es so kurz war, Boss-Recycling gehabt, also. Ha! Noch eine mitgegeben. Nur noch eine? Geil. Nein! Okay, jetzt nicht gleichzeitig sterben, nicht das. Hab ihn! Aua! Okay, hast ihn. Okay, ihn. Gut. Oh geil, wir haben das. Oh, wir haben unseren zweiten Stein noch gar nicht abgeholt in der Stadt. Ach ja, ups. Am besten holen wir den jetzt erst und dann nochmal Passwort, genau. Mhm. Dann haben wir nämlich noch einen schönen Punkt, wo wir zusammen reinkommen. Mit allen Steinen. Oh, ist das gut. So gut. Dann kannst du auch das gleich ist motivierend vor allem. So macht das Spaß. Man so viel einfach, fairer. Es ist immer noch moderat vom Schwierigkeitsgrad, aber man hat den Fortschritt und die Motivation dahinter. Und wir haben schon 3 Steine. So, bevor ich das Geld ausgebe, mich so heilen. Einmal Passwort. Genau. Ah, da haben die auf jeden Fall eine große Tat mitgemacht. Ich bin echt begeistert, wirklich. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir auch die Continues komplett an alle haben, nach dem Passwort. Was schon mal wichtig ist. Vor
Feuer war, egal was du gemacht hast, du warst immer im Arsch gegriffen. Ja. Das war echt mies. Aber jetzt hast du ja richtig Narrenfreiheit. Jetzt kann man sich richtig austoben, man weiß genau, ja, wenn man drauf ist, dann hat man eh wieder die Leben und gut ist. Und das ist echt top. Ja. Gut. Wir könnten auch schon mal einfach noch das zweite Upgrade machen. Mal sehen, ob sich da überhaupt was tut. Ja. Ja, sicher. Mhm. Würde mich mal interessieren, was das... Genau, wir haben es ja jetzt eh gespeichert, von daher. Okay, da ist einmal schon der Teppich, den kennen wir ja von eben. Mhm. Mal sehen, ob sich dann was tut, wenn wir jetzt noch ein Upgrade holen. Mhm. Also würde mich auch mal echt interessieren, ob man da wirklich dann die Hütte nach und nach verbessern kann. Was schon mal geil ist, wir können auch jederzeit zurückreisen. Das heißt, es ist auf jeden Fall die große Möglichkeit da, dass wir noch mehr bereisen können auf der Map. Ich denke auch, ja. Mal schauen. Would be remodeled? Jetzt bin ich mal gespannt, was da dazu gekommen ist. Joeys Hütte. Und ein Bild. Ah, dann ist es doch vom Teil 3. Das ist ein Teaser auf Teil 3 mit dem Kind. Klar, so, du spielst okay, dann auch cool. den kleinen Affenjunge. Ah, okay. Das ist ein versteckter Teaser auf Teil 3. Wie nice. Cool. Also kommt immer ein bisschen was dazu. Das könnte doch interessant werden. Ja, und vielleicht nimmt ja auch irgendwann mal eine die Blume an. Irgendwann. Ja, das kann sich im Grunde noch austoben. Für den Rest des Parks. Oh, weil da unten ist noch Lava. Boah, guck dir das mal an. Ja, das sehe ich mir jetzt an. Das ist garantiert erst, wo wir zum Schluss hingehen sollten, aber hey. Oh, nice. Cool designed. The Scarlet Carpet. Okay. Das sieht ja interessant aus. Das Game ist so gut geworden. Oh! Neue Game-Mechanik. Ausspucken? Nein! Daneben. Okay, das geht anscheinend nur im Stehen. Mhm. Hat das nur keine Zeit, die abläuft? Ja. Hm. Okay. Ich muss gucken, dass ich da auf der Kante stehe. Echt? Okay. Ah! Ah, so knapp. Es wirkt fast zu weit unten. Hm. Ha! Ah, mit der Reichweite geht's dann. Das ist schön. Das kann auch interessant werden. LOL! Wie er mich im Sterben gekillt hat! Aber schon mal cool, dass sie so Kleinigkeiten noch gemacht haben. Ja. Ah, okay, da war ich zu weit weg. Da war es noch nicht im Bild. Mhm. Das erklärt dann auch, warum wir das Wasser auch überhaupt im Mund nehmen können. Wenn dann noch so eine zusätzliche Mechanik ist. Wow, das war knapp. Wie gut das einfach ist, ey. Das macht richtig Spaß. Also ich bin mehr als begeistert vom zweiten Teil. Ja. Ja, im Übrigen auch nochmal zu erwähnen, also es freut uns wirklich sehr, wie geil das bei euch ankommt. Also danke auch nochmal für all die Kommentare. Wow, okay, also Lava ist Exitus. Ja, das kann was werden. Ja, ich würde sagen, an der Stelle wäre es auch wieder ein guter Moment für einen Cut. Ja, dann dritter Part dann wieder bei mir. Passwort haben wir ja, von daher, uns stehen alle Wegen offen. Mhm. Ja, damit sind wir auf jeden Fall endlich mal abgesichert. Das heißt, ihr werdet keine Dauer-Fail-Safe-Action sehen wie beim letzten Mal. Und das ist natürlich auch für uns sehr motivierend. Ja, wobei... Es fällt ja trotzdem mit drin, man hat es ja schon gesehen. Also. Ja. Es geht nicht ohne. Aber es ist motivierend, ja, das stimmt. Bei einem Blind Game bleibt das sowieso nicht aus. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall noch einige Level vor uns. Da dieses Level bei uns noch nicht zu sehen war, gehe ich davon aus, dass da sogar noch mehr kommt. Mhm. Denke ich auch. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis wieder Joe und Mac. Bis dann auch.